Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Ignadum zu einem Re-Upload heute auf meinem Kanal. Ich stehe hier auch schon vor einem Hintergrund, der eventuell in Zukunft als Hintergrund in Frage kommen könnte. Ja, weil hier wird sich demnächst mal was aufbauen, was dann hoffentlich als Hintergrund dann irgendwie dient. Darauf warte ich noch, das ist in nächster Zeit dran, aber das ist ein anderes Thema. Hier habe ich auch ein Amiibo, das habe ich mal geschenkt bekommen. Kann ich mal näher an die Kamera zeigen. Das gehört zum Spiel. Und das werde ich auch demnächst mal in Miitopia benutzen, wenn es mir möglich ist, das zu managen. Aber das ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Was heute eigentlich das Thema ist, ist das Video, was ihr jetzt gleich seht. Das ist ein relativ altes Video von mir. Im Sommer 2016 habe ich das aufgenommen. Es geht um die Nicht-Lachen-Challenge mit Christoph. Das waren die ersten Videos, was heißt ersten, die einzigen Videos, in denen Christoph bei mir zu Besuch war und bei mir in der Aufnahme war. In einem von den zwei Videos, in dem er bei mir zur Aufnahme war, haben wir auch hier irgendwo gesessen und haben dann eine Aufnahme hier gemacht. Das war die Wer bin ich Challenge, die kommt heute nicht. Heute seht ihr das Nicht-Lachen-Video. Da haben wir draußen an einem schönen Ort aufgenommen, haben uns auf Stühle gesessen und ja, ihr seht es ja gleich. Ja, es ist natürlich ja alt und ja, ich sehe auch noch ein bisschen anders aus und ja, meine Moderationsart und mein Moderationsstil und alles ist so ein bisschen noch ein bisschen anders, aber ja, seht einfach selbst. Viel Spaß mit dem Video jetzt. Ich muss wieder weg. Ich habe noch jede Menge zu tun. Also ja, Video ab. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Zwergenfürst. Und mir, den Christoph. Ich habe leider keinen YouTube-Kanal, sonst würde ich mich mit dem vorstellen. Aber erstmal damit herzlich willkommen. Aber einen Twitch-Kanal? Twitch-Kanal habe ich auch. Ach, naja. Kannst du mal nennen, kannst du mal. Christoph1197, ja, aber ich streame nicht so oft. Und es gucken auch nicht so viele zu. Und das ist der Kameramann. Ja. Morgen. Das ist der Dominik. Dominik, schöne Grüße raus an YouTube und die Welt. Ja? Die Welt natürlich. Die Welt. Und das Universum. 27 Abonnenten. Ja. Muss. 27 Abonnenten. 26. Und immerhin, ja. Sagen. 26 plus 2, also. Machen morgen. Moment. Also, aufpassen. Gerade eben hat ein Dreijähriger ein T-Shirt an, auf dem stand: Der Weihnachtsmann existiert nicht. Aber das ist okay, denn ich kann nicht lesen. Egal wie gut du fährst, Züge fahren Güter. Meine Frau sagte, ich behandle eins unserer Kinder unfair. Ich fragte, welches? Philipp, Paul oder das Fette? Einfach mal im Motto-Unterricht vorne an die Tafel gehen und dem Lehrer einen Strich durch die Rechnung machen. Aufräumen muss man erst, wenn das WLAN-Signal nicht mehr durchkommt. Sohn, Papa, was ist Frauenlogik? Vater, geh in dein Zimmer, du hast Hausarrest. Sohn, ach warum? Vater, Wurstsalat. Heute Morgen gab es Kaffee mit Red Bull statt Wasser. Nach 10 Minuten auf der Autobahn fiel mir auf, dass ich mein Auto vergessen habe. Wenn ich mein Ohr ganz nah an meinen Bauch halte, kann ich das Brechen meiner Halswirbel hören. Ach, das ist der erste. Ja, gut. So ist das gut. Perfekt. So muss das. Okay. Weiter geht's. Jetzt ist es tut. So. So, wenn du dich jemals dumm fühlst, erinnere dich, manchmal greifen Faultiere ihre Arme an, weil die wie Äste aussehen, wo sie sich festhalten können. Dann fallen sie vom Baum und sterben. Wie fängt man einen Löwen? Man wartet auf einen Baum, bis sich der Löwe darunter legt,
Dann reißt man ein Stück Papier in Schnipsel und wirft sie auf den Löwen runter. Der glaubt, es schneit und erfriert. Kurze Pause. Hast du auch lustige Witze? Nee, heute gibt's keine lustigen Witze. Oh mein Gott. Kennt ihr das? Eure Tochter ist seit 2 Tagen tot, aber ihr habt das immer noch nicht ganz verdaut. Ich hätte sie pürieren sollen. Gruppenvergewaltigungen sind immer schrecklich. Im Ernst, es dauert immer Ewigkeiten, bis man selbst rankommt. Doch. Oh mein Gott, du hast die Nusselwitze. Was ist grün und zart ohne Bargeld? Visa-Samen. Oh mein Gott. Mein kleiner Tee ist im Partylohne. Er hat sich gerade die Kante gegeben. Hälfte geschluckt. So. Darf ich den Kollegen noch ein Nacktbild von dir zeigen? Sag mal, hast du sie noch alle? Nein, die Unscharfen habe ich gelöscht. Ja, ich muss gerade. Warte. Okay, den nicht. Kannst du lesen? Ja, wieso? Bei mir steht was in der Hose. Herzrasen ist nur ein anderes Wort für Brustbehaarung. Scheiß. Ihr schafft das, ich vertraue euch. Nur ein paar gute Witze suchen. Oh, natürlich. Es gibt 2 Arten von Freunden. Die 2 Euro kannst du behalten und du schuldest mir noch 20 Cent. Ja, kenn ich. Sind Zwillinge sich eigentlich der Tatsache bewusst, dass einer von ihnen ungeplant war? Wir mussten heute in der Schule ein Buch vorstellen, haben mich selbst vorgestellt. Roman, 21. Okay. Oh, hab ich. Was für ein Geschmack. Das ist einfach kein Wasser mehr, das ist... Ich hab nicht so vorher die Zähne geputzt. Ja, das kommt auf YouTube, also. Ja, mein Gott, das ist. So. Erstens, Verleugnung. Zweitens, Ärger. Drittens, Verhandeln. Viertens, Depression. Fünftens, Akzeptanz. Sechstens, Samstag. Siebtens, Sonntag. Sehr geil. Gefällt mir. Achso, ja, na klar. Ich weiß, dass ich morgen Mathe schreibe, aber am Fernsehen kommt gerade eine Dokumentation über Türrahmen. Guck ich auch mal.
Leonardo, DiCaprio sieht gut aus. Italiener beim Autokauf. Was hältst du von meiner Druckluftbombe? Allahu Akbar. Oh nee, okay, das ist zu gemein. Moment. Sag mal, musst du die Tür wirklich ablecken? Klar, das ist eine Pflichtlektüre. Oh. Wie nennt man einen Polizisten ohne Haare? Glatzkopf. Ich habe einen Bruder namens Steve. Der ist mein Steve-Bruder. Ah! Oh. Schade, ich dachte, das funktioniert. Das ist bei mir. Oh, natürlich. Hast du ein Bad genommen? Warum fehlt eins? Okay. Mein Meerschweinchen kann bessere Witze heißen, das ist... Easy. In welcher Himmelsrichtung liegt der Informatikkurs? Nördlich? Was macht eine kriminelle Wolke? Sie klaut. Easy. Das kommt ins Video. Ach, die Witze sind so behindert. Oh, das reicht, oder? Ich schätze, wir sind nicht so einfach zum Lachen zu bringen. Mach mal her, Balzoni. Ja, bitte machen Sie die Hausaufgaben, Benjamin, ja. Haben Sie sich schon angeguckt, wie Sie die Lösungen machen? Trinken Sie einen Schluck, ja? Und ich versuche, Sie zum Lachen zu bringen. Machen wir's. Indem ich... Ja. Benjamin... weiter, sie kriegen sonst eine 6, sie müssen lernen, sie müssen ihre Matheaufgaben machen, ja, mit dem Stock Bafisti, ja, das müssen sie nehmen. Und dann müssen sie die Aufgaben berechnen und dann zum Quadrat rechnen, ja, und rechnen Sie im Kopf ohne Taschenrechner, Benjamin, ja. Ich glaube, das funktioniert nicht. Sie sind einfach nicht lustig. Hab's einfach mal ausgesprochen.